ein übermäßig großer Freund von Geburtstagsfeiern. Darum hatte ich auch versucht, diesen Geburtstag eher etwas niedrig zu hängen. Ja? Nur ist dieser Geburtstag, fällt auch in die Zeit, in der über meine Nachfolge heftig diskutiert und gerungen wird. Und darum hat man das leider, wie muss ich sagen, in einigen Presseberichten vertauscht oder vermengt. Und ich wollte nochmal richtigstellen, dass dieser Geburtstag und die Veranstaltung, die am Samstag stattfindet, nämlich ein Treffen von internationalen Fachfreunden, die sich zu einer Roland Hetzer International Cardiothoracic and Vascular Surgery Society zusammengefunden haben. Und die veranstalten so ein Treffen, so ein Symposium vielleicht am Samstagnachmittag. Das ist nicht das Verabschiedungssymposium vom Herzzentrum, wie es fälschlicherweise auch in den Medien dargestellt wurde. Sie nimmt also mit dieser Kanüle das Blut aus der linken Herzkammer und pumpt es dann mit dieser Turbine wieder in die Hauptschlagader. Ja? Und da kommt der Kabel durch die Haut. Ja? Ja. Und außen trägt die Frau Schleppe so eine Tasche. Hier. Hier, sehen Sie? So eine Tasche, da kommt das Kabel raus. Ja? In der Tasche sind die Batterien. Dementsprechend verbrauchen diese Batterien auch gleich etwas mehr Energie. Also muss die Batterie regelmäßig wechseln. Wie oft wechseln Sie die? Also zweimal am Tag. Ja. Ach, zweimal am Tag, so. Ja. Also es kommt immer drauf an, manchmal halten sie länger und manchmal also so um die 14 Stunden. Brauchen die ganz schön Strom, ne? Da geht's klar. Und wie gesagt, das ist der, aus meiner Sicht, der optimale, der beste Weg für solche Patienten. Gibt ansonsten also drei Wege. Entweder die Überbrückung bis zur Transplantation. Haben Sie auf die Transplantation gewartet auch? Also für mich kam es erstmal nicht in Frage. Ich habe gesagt, ich möchte erstmal sehen, wie sich mein Herz entwickelt und es testen lassen. Und vorher denke ich noch gar nicht über eine Transplantation nach. Aber das ist ja der ursprüngliche Weg gewesen, dass man Patienten mit solchen Pumpen am Leben erhalten hat, bis zur Transplantation. Dann haben wir beobachtet, dass sich einige der Herzen erholen, die bei der Schleppe, und haben die Pumpen wieder ausgebaut. Und da gibt es tatsächlich als Patienten, die leben wir schon 16, 17 Jahre mit ihren eigenen Herzen, die sie vollständig wieder erholt haben. Ja? Ja, ich auch. Sie auch? Ja, ich auch. Wobei das vorher ja wieder ausgebaut wurde. Ich habe ein Jahr damit gelebt und dann hat sich mein Herz wieder erholt. Und es geht gut jetzt? Ja, ja, super. Und der dritte Weg ist nämlich der eigentlich in Zukunft am häufigsten angewandt wird, nämlich dass man solche Pumpen auf Dauer bei Patienten lässt. Ja? So. Also als Alternative zur Transplantation. Ach, gar nicht rausnehmen. Da wir so wenig Spenderorgane haben, kommt es automatisch dazu, dass Patienten, die auf eine Transplantation warten, dann auf Dauer mit solchen Pumpen leben müssen.